Karl Schelling gerade gestört im Urlaub. Das Urteil im Harder Grundstücksdeal liegt vor. Wie zufrieden sind Sie mit dem Urteil? Wir sind selbstverständlich zufrieden. Allerdings habe ich auch erwartet, dass es in unsere Richtung ausgeht, weil 5 Gutachter das gleich gesagt haben, dass Geschäftsunfähigkeit vorliegt. Aber natürlich ist man sehr froh, wenn solche Angriffe abgewiesen werden. Der gesamte Deal ist null und nichtig. Ist damit die Sache gegessen und ausgestanden? Glaube ich noch nicht ganz, weil die Gegenseite hat angekündigt, dass sie bis zur letzten Möglichkeit alle Rechtsmittel ausnützt und da gibt es noch ein Rechtsmittel an das Oberlandesgericht Innsbruck. Der aktuelle Stand ist jetzt das, dass man einfach, wenn man ein Urteil hat, das sagt geschäftsunfähig, dann könnte die Gegenseite nur noch irgendeinen Verfahrensmangel versuchen geltend zu machen. Ich wüsste aber das mal nicht erwiesen. Rechnen Sie auch dort mit einem Sieg Ihrer Seite? Ja, also man sollte ja nie zu sicher im Leben sein, aber ich gehe davon aus, dass die Sache für uns gelaufen ist.